Leute, willkommen bei Gymnasty Playground. Ja, der erste Fahrvergleich V4, V5. Dort seht ihr einen Creighton V4, der mit der Unbreakable Cargo drauf, und einen Creighton V5. Ich habe euch letztes Mal schon gesagt, wir sind der Meinung, das Fahrverhalten hat sich sehr, sehr geändert. Der Grund dafür ist, stell dich doch mal vor, Kameramann. Hallo, Michi hier an der Kamera. Ja, kann ja wohl nicht angehen. So, hier, das Heck, die Heckgeometrie hat sich verändert. Die kann man das gut sehen, wenn man jetzt mal guckt, wo die Dämpfer sitzen. Oder kommen, ne? Also die sind hier viel enger zusammen. Und ist nicht einfach nur so, dass das quasi hier nur abgesägt wurde oder sowas. Und wir sind der Meinung, dass sich das extrem im Fahrverhalten widerspiegelt. Und das ist Ingo seiner, das ist logischerweise meiner. Und wir werden jetzt noch mal schauen, wie sich das, wie wir das auf Film bannen können. Gut. Jetzt warten wir noch auf den Statisten, der das Auto fährt. Gut, und los geht's. So, wir wollen das ja auch jetzt zeigen, wie das denn ist. Guck mal, das kann zum Beispiel der V4 nicht auf zwei Räder fahren. Jetzt haben wir Wendekreis irgendwo. Ja, guck mal, du drehst Kopf auf die Stunde. Ja, ist natürlich. Ja. So, lass uns mal hier angeballert kommen und dann in eine Kurve. Und dann machen wir hier vorne eine Drehung. Nicht so weit weg, Ingo. Ich mache das mal zuerst eben. So, du siehst, wie ich es meine. So, reingedreht. Boah, Alter. Das war voller Lenkeinschlag. Hätte man mit dem Heck? Geht nicht. Ja, es ist gar nicht so einfach, das jetzt zu zeigen. Wird sich im Laufe des Videos sowieso herauskristallisieren, wenn man die Fahnen, beide Fahnen sieht. Beide fahren übrigens 4S mit 16er Sitze. So. Da war der Akku auf einmal leer. Ja gut, wenn ein bisschen rutschen kann, dann können das quasi beide. Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Ja. Ah, das ist gut. Ja, wechseln wir mal in den Sport. Ja, oh. Einfach ein bisschen hier. Ich will noch vorsichtig springen. Ich flieg erstmal Kopf über. Irgendeiner trifft doch gleich noch die Rampen, oder nicht? Ja, die gehen ja doch anders, als ich gerade alleine gefahren bin. Besser oder schlechter? Alter. Schafft doch nicht. Kein Power. Ja, 4S wahrscheinlich. Oha. Du sagst V5, die Änderung auf alle Fälle positive Auswirkungen. Ja, dass das deutlich zu sehen ist, ich hätte mir das jetzt aber nicht vorgestellt. Aber ich glaube, da müsste man irgendwie auf einer Rennstrecke wirklich fahren, wo beide identische. Ist definitiv so. Ja. Okay. Wir müssen mal einen Cut machen. Das ist ein gutes Duell gewesen, dann ist der V4 ja schon raus. Aber der V4 ist auch schon ein bisschen älter. Ne? Ja, Kolbenstange hat es wahrscheinlich verbogen. Oder die. So. Ingo ist fertig. So, da war der Pippo-Ball rausgeflogen, die Welle. Die Antriebsachse. Das ist aber nicht mehr so einfach, wa? Das ist echt. Also ihr merkt das, ne, dass da nur 4 S drin ist, ne? Also die. Oh! Träge!
gut, springen können sie alle beide natürlich, das war der Quake immer. Ja, aber mir ging es ja am Motorius. Wir machen noch ein paar Videos vom Motorius. Da fällt einem das noch ein bisschen weg. Da wird das noch ein bisschen doller auffallen. Also, am Craten der Fall. Boah, ja. Genau davor. Springen könnt ihr. Ja, ich war. Ja, es ist schwierig, ne? Ja. Du musst, wenn identische Fahrwege und alles haben. Ja. Das ist halt für sowas ist das schwierig. Ich kann es euch aber sagen, Leute. Ich meine, wer ein V4 Craten hat wie Ingo jetzt, das alles jetzt für V5 holen, das einmal dahingestellt halt, ne? So, aber es sind natürlich viele Vorteile, die ein V5 gegenüber einem V4 hat, was auch die Schwellecke und so weiter angeht. Ne, die Elektronik, die neue, bessere Servo und so weiter, das spielt viel rein. Aber beim Motorrad werden wir doch deutlicher sehen, ne, der immer dazu neigt, zu untersteuern. Da ist das gänzlich ausgemerkt. Gut, Leute. Das war Craten V4 gegen Craten V5. Teil 2 ist Notorious V5 gegen Notorious V4. V5 hat gewonnen. Ach so, ja, V5, ich sag echt ja. Gut, Leute, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.